So, Leute, Seneca. Seneca ist Erneuerung. Entschuldigung, ist ein deutsches Poster. Habe ich jetzt auch schon ewig nicht mehr aufgemacht. Mal gucken, was wir hier drin finden. Ja. Habe ich zwei von. Aber die werden nicht nacheinander kommen. Dazwischen kommt was ziemlich Cooles. Kleriker der eiskalten Tiefe. 2-1-3. Immer wenn der Kleriker der eiskalten Tiefe ins Spiel kommt. Nee, blockt. Enttappt die Kreatur nicht während des Enttappsegments ihres Beherrschers. Schmelzhagel. 3-Manner Spontanzauber. Man fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker 2 Schaden zu oder zerstört ein Artefakt. Yorgar Visionary. 4-Manner 3-2. Wenn er ins Spielfeld kommt, zieht ihr eine Karte. Malakirs Blutpriester. Okay, Malakir lebt auch noch. 202-1, wenn er ins Spielfeld kommt, verliert ihr x Leben und ihr kriegt x Leben. Wobei x die Anzahl an Kreaturen eurer Abenteuergruppe ist. Deine Abenteuergruppe steht. Ah ja, stimmt, genau. Ein Kleriker, ein Krieger, ein Räuber, ein Zauberer. Genau, ich erinnere mich. Heiler der Expedition. 202-2, Core Cleric, Wachsamkeit. Und der hat Lebensverknüpfung, solange ihr einen anderen Cleric kontrolliert. Eiskalte Falle. Spontanzauber. Eine Kreatur kriegt minus 4, minus 0 bis zum Ende des Zuges. Falls ihr einen Zauber kontrolliert, zieht ihr eine Karte. Wendholzwald-Asket. 5 Mana, 5-4. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, zieht ihr 3 Karten. Ich fand die Karten irgendwie. Ich habe die Stärke in Erinnerung. 5 Mana, 4-4 mit Landung. Immer wenn sie ins Spielfeld kommt, wenn ein Land in euer Spielfeld kommt, tappe eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert. Griff des Gletschers. 3 Mana Spontanzauber. Ihr tappt eine Kreatur. Ihr Beherrscher mildt 2 Karten. Die Kreatur enttappt nicht während des Enttappsegments. Und ihr zieht eine Karte. Die ist ziemlich mächtig. Was bist du? Okay. 2 Mana 1-3. Ich vergesse immer, dass diese Special Artworks hier auch drin sind. 2 Mana 1-3 mit Landung. Immer wenn ein Spieler unter ein Land unter eurer Kontrolle ins Spiel kommt, erhält ihr einen Lebenspunkt. Relic Axe. Die sieht cool aus. 2 Mana, wenn sie ins Spielfeld kommt, legt sie eine Kreatur an. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +1/+1. Falls sie ein Krieger ist, kriegt sie +2/+1. Okay. Rankengecko. Okay. 2 Mana 2-2. In jedem Zug des. Was? Ach, in jedem Zug wird der erste Zauberspruch mit Bonuskosten, der bezahlt wird, beim Wirken 1 Mana günstiger. Das ist gut. Immer wenn ein Zauberspruch wirkt mit Bonuskosten, kriegt der +1/+1 Mark. Okay. Was? 3 Mana Spontanzauber, eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, kämpft gegen eine Kreatur, die du nicht kontrollierst. Das. Ah ja, okay, das ist sowas hier. Kommt getappt ins Spiel, tappen für ein grünes. Müsste das unsere Rare sein? Was? Philida Zuflucht. Wow, du bist hübsch. 4 Mana Verzauberung mit Landung. Immer wenn ein Land oder eure Kontrolle ins Spielfeld kommt, erzeugt ihr einen 2-2 Katzenspielstein oder legt auf jede Kreatur, die ihr kontrolliert, einen +1/+1 Mark. Wow, die Kreaturen halten Wachsamkeit bis zum Ende. Das ist mächtig und echt hübsch in diesem Artwork. Krass. Wald und. Hä? Ah, das ist hier für die Token. Okay, gut. Mach ich bestellt. Gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Seneca's Erneuerung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.